NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute. 25. Dezember 1734. Die Uraufführung der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Leipzig, erster Weihnachtstag. Früh um 7 haben sich die Gottesdienstbesucher in der evangelischen Nikolaikirche versammelt und erwarten eine neue Kantate von Johann Sebastian Bach. 3 Stunden werden sie hier ausharren, denn so lange dauert der Frühgottesdienst. Man hat vor den Gottesdiensten schon ein bisschen geheizt. Der Bach-Spezialist Peter Wollny. Aber insgesamt war das eine furchtbar ungemütliche Veranstaltung. Wir heutzutage würden uns als Zeugen der Erstaufführung gar nicht so wohl gefühlt haben. Auf der Orgelempore rüttelt Bach mit Pauken und Trompeten die Gemeinde wach. Dieser flotte Rhythmus ist etwas Unerhörtes. Bei Kerzenschein liest man im Programmheft aus Bachs eigener Hand Oratorium, welches die heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde. Tausende strömen in die Festgottesdienste. Die wunderbare festliche Musik Bachs hat natürlich mit dem geistlichen Anlass zu tun, aber sie hat vor allem auch damit zu tun, dass man sich als Bürgerstadt, als Universitätsstadt, als Kaufmannsstadt darstellen wollte. Der Theologe Martin Petzold hat sich Zeit seines Lebens für Bachs Werke begeistert. In der Thomaskirche wird Bachs neue Weihnachtskantate am Nachmittag des 25. Dezember noch einmal wiederholt. Die Aufführung der ersten Kantate, die ja knappe halbe Stunde dauert, ist da eingebettet in einen großen Zusammenhang mit vielen anderen Musikstücken, mit Kirchenliedern, die gesungen werden. Im Bacharchiv Leipzig im November 2019. Der Direktor Peter Wollny blickt von seinem Schreibtisch aus auf die Thomaskirche und das überlebensgroße Denkmal ihres berühmtesten Kantors. Das Bachmuseum im historischen Bosehaus am Thomaskirchhof öffnet einen Zugang zu Musik und Gesellschaft im 17., 18. Jahrhundert. Im benachbarten Archiv laufen die Fäden der Bachforschung zusammen, die hin und wieder Neues zutage fördern. Was neu an wichtigen Erkenntnissen hinzugekommen ist, ist, dass wir jetzt stärker als zuvor sehen, dass Bach um 1734/35 einen Oratorienzyklus im Sinn hatte. Also er wollte nicht einfach nur ein Weihnachtsoratorium dann an den Festtagen der Weihnachtszeit haben, sondern er hat dann sein Osteroratorium nochmal überarbeitet und als Teil dieser Serie gesehen. Und er hat angefangen, das Himmelfahrtsoratorium zu schreiben, ist aber aus irgendeinem Grund abgebrochen worden. Aber spätestens um 1737 oder 1738 waren die 3 Oratorien beisammen. Und das war offenbar Bachs großer künstlerischer Plan. Dass wir ein reines Instrumentalstück haben, nämlich die Hirtensymphonie am Beginn des 2. Teils, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Der Dirigent Helmut Rilling. Das gibt es in keinem der anderen Oratorien, nicht in den Passionen, nicht in der Hamulmesse. Und das Stück als solches mit seiner Besetzung mit 4 Oboen ist ja in der ganzen Schaffensbreite, die Bach nun anzubieten hat, etwas ganz Einmaliges. Hirtenmelodien zur Weihnachtszeit sind durchaus üblich. Aber Bach verleiht seiner Musik eine Dimension der Tiefe, wie sie die anderen Komponisten in dieser Art nicht besitzen. Bach hat die 6 Teile seines Oratoriums nach einem ausgeklügelten Plan gebaut, den der Theologe Martin Petzold beschrieben hat. Jede Kantate wird eingerahmt von einem Eröffnungschor und Schlusschoral.
In der Mitte stehen zwei Texte des Evangeliums nach Lukas bzw. nach Matthäus, auf die jeweils ein Rezitativ folgt. Manchmal im Zusammenhang mit einem antwortenden Choral. Daran schließt sich eine betrachtende Arie an. Für Arien und Chöre nahm Bach Bibelparaphrasen des Dichters Christian Friedrich Henrici, der unter dem Pseudonym Picander auch derbe Possen verfasste. Die Texte dieser barocken Musiken fallen durch ihre Besonderheit und manchmal ihre Schwülstigkeit oder ihre Verdrehtheit aus unserer Alltagssprache heraus. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, so gib, dass wir im festen Glauben nach deiner Macht und Hilfe sehen. Johann Sebastian Bach wirkt 27 Jahre lang bis zu seinem Tod als Thomaskantor. In dieser Zeit entstehen seine großen Chorwerke. Und er entwickelt die Kantate zur wichtigsten Gattung der barocken evangelischen Kirchenmusik. Eigenhändige Kommentare in seiner Bibel weisen auf tiefe Frömmigkeit hin. Bei einer andächtigen Musike ist allzeit Gott mit seiner Gnadengegenwart. Doch es gab auch den anderen Bach. Belegt ist die Rüge der Kirchenoberen, Bach habe sich während der Predigt in den Weinkeller davon gemacht. Auch seine Antwort ist überliefert. Sei ihm leid, sollte nicht mehr geschehen und hatten ihn bereits die Herren Geistlichen deswegen hart angesehen. Leipzig ist im 18. Jahrhundert eine reiche Messestadt, hält aber seine Künstler knapp. Daher verfasst Bach nebenbei Auftragswerke zu weltlichen Anlässen. Die erzielen das Mehrfache seines Kantorengehalts. Die Kantate Herkules auf dem Scheidewege entsteht ein Jahr vor dem Weihnachtsoratorium. Wobei ich ja meine, dass Bach, als er diese weltlichen Kantaten komponierte, schon an die Komposition des Weihnachtsoratoriums dachte. Helmut Rilling. Dass er also nicht später überlegte, könnte ich doch eigentlich vielleicht diese weltlichen Kantaten nun auch für das Weihnachtsoratorium benutzen. Schlafe, mein Liebster, und folge der Ruh. Folge der Lockung entbrannter Gedanken, schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken. Schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken, erkenne keine Schranken. Mit wenigen Kniffen verwandelt Bach das Locklied der Wollust in Marias Wiegenlied. Eine tiefere Stimmlage, eine zusätzliche Oboe, das Ganze gesetzter und ruhiger. Das ist der Fingerabdruck Bachs, dass er eigentlich immer wieder verändert. Und da wären wir auch mitten im Weihnachtsoratorium. Martin Petzold nennt Eingangschöre, die Arien und teilweise auch Rezitative und Schlusschoral als Beispiele für wiederverwendete frühere Werke. Dieses Tänzerische, eine Eigenschaft, die Bach zuerst in seinen weltlichen Kantaten ausprobiert hat. Peter Wollny. Und die Entscheidung, genau das in der Kirchenmusik auch zu machen, muss wie eine große Neuerung angekommen sein. Also Bach hat sich als ein wirklich am Puls der Zeit komponierender Musiker erwiesen und hat einen ganz neuen Tonfall gefunden. Königin lebe, wird fröhlich geruft. Königin lebe, dies wünschet der Sachse. Königin lebe und blühe und wachse. Königin lebe, dies
Bach kann bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums natürlich auf die Stimmgewalt des Thomanerchors zählen, der mit ihm und seiner Familie direkt neben der Thomaskirche lebt. Seine Melodien waren zwar sonderbar, doch immer erfindungsreich und keinem anderen Komponisten ähnlich. Sein ernsthaftes Temperament zog ihn zwar vornehmlich zur ernsthaften und tiefsinnigen Musik, doch konnte er auch, wenn es nötig schien, sich zu einer leichten und scherzhaften Denkart bequemen. Aus dem Nachruf auf Johann Sebastian Bach, verfasst von seinem Sohn Karl Philipp Emanuel im Jahre 1750. Dieser leichte, sangliche Duktus der Chöre und Arien ist für mich das Besondere des Weihnachtsoratoriums. Das Zweite ist, dass Bach auch in den vierstimmigen Chorälen, die dazwischen gesetzt sind, eine ganz neue Art der Satztechnik gefunden hat. Melodien sind ja vorgegeben aus dem Gesangbuch und die Unterstimmen im Chorsatz sind aber so komplex polyphon gestaltet und harmonisch so reich, dass auch hier ein ganz neuer Klangeindruck entsteht. Ich denke, dass Bach darum bemüht war, die Aussage des Evangeliums den Leuten seiner Zeit nahezubringen. Mit Klängen, mit Musik, die sie verstanden haben. Die Musik bringt komplexe theologische Inhalte den Menschen auf eine emotionale Weise nahe. Und dass man diese Worte überhaupt gar nicht mehr ohne die Bachschen Klänge sich denken kann. Und das zu schaffen als Komponist, halte ich für eine der größten künstlerischen Leistungen überhaupt. Bach hat in erster Linie sich als Kind seiner Zeit gefühlt und versucht, moderne Musik zu machen und die Musikgeschichte weiter zu bewegen. Und die entwickelt sich in Ausdruck und Klangfarben nach Bachs Tod rasant weiter, über die Klassik hin zur Romantik. 1829 leitet der 20-jährige Felix Mendelssohn eine Bach-Renaissance ein, indem er dessen Matthäus-Passion wieder aufführt. In dieser Traditionslinie stehen wir heute ja auch noch. Dieses sich hineinversetzen in eine fremde Zeit ist tatsächlich etwas, das durch die sensationellen Wiederaufführungen unter Mendelssohn und anderen in Gang gesetzt worden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das Weihnachtsoratorium endgültig einen Platz in Kirche und Konzertsaal wiedererobert. Wie erleben es Menschen unserer Zeit? Trompeten und Pauken, Königsinstrumente, man benutzt sie in Palästen. Flöten und Hörner, Hirteninstrumente, man spielt sie im Dorf. Doch Bach hat sich das anders gedacht. Bei Hofe erklingen die sanften Tonfarben der Hirten, im Stall frohlocken die Königsklänge. Aus einem Gedicht der Theologin Dorothee Sölle. Es werden mit ihrer Hilfe menschliche Gefühle und Zustände dargestellt, in denen sich nicht mehr allein die traditionelle christlich-bürgerliche Hörerschaft als Gemeinde erkennt, sondern gerade der moderne, einsam zweifelnde Mensch, dem der Glaube abhanden gekommen ist. Der Komponist Hans-Werner Henze. Nicht alle Musiker glauben an Gott, aber sie alle glauben an Johann Sebastian Bach. Der Musiker Maurizio Kagel. Wenn ich sehe, wie die Leute in der Vorweihnachtszeit aus der Thomaskirche kommen nach der Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Professor Dr. Peter Wollny. Dann ist es ja so, man hat die Melodien der schönsten Arien und Chöre noch stundenlang im Ohr und summt die so vor sich hin. Und ich denke, das war in Bachs Zeit nicht anders. Im Zeitzeichen erinnerte Hildburg Haider an die Uraufführung der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 25. Dezember 1734. Redaktion Hildegard Schulte. NDR Info.